So, jetzt schaue ich hier gleich mal. Ich freue mich sehr, hier zu sein, um mit euch im Wesentlichen über drei Gedanken, Inspirationen, Themen zu reden. Das ist das eine, Krisen. Ja, was für Krisen gibt es? Und weniger vielleicht die, die wir gerade hinter uns haben, wie die Pandemie oder den Krieg, der noch läuft, sondern vielleicht auch, was kommt nach vorne noch? Innovation. Ja, was können Innovationen in dem Kontext uns vielleicht helfen, besser zu machen, anders zu machen? Und dann, Innovationen, passieren die eigentlich von alleine oder muss man die auf irgendeine Art und Weise mit Eigen- und oder Fremdkapital finanzieren und was für Herausforderungen stehen da entsprechend vor uns? Wenn ihr drauf schaut, das ist nochmal die Zusammenfassung so ein bisschen von dem, was ich gesagt habe. Wir gehen der Ressourcenknappheit entgegen. Ich zeige euch gleich mehr dazu. Wir haben Technologiesprünge, die uns hoffentlich helfen, diese Ressourcenknappheit zu überwinden. Wir haben immer mal wieder das nächste Virus, was uns droht, nicht nur die nächste Variante, sondern eben auch tatsächlich das nächste Virus. Wir haben aber dazu einen Finanzmarkt, den wir eigentlich brauchen, uns diese Innovationen, diese Technologiesprünge zu entwickeln, der in von einer herausfordernden Phase steht. Und deswegen zum Schluss der kurze Ausblick. Wenn ich euch dieses Bild auflege, dann vielleicht schon als erste Mahnung. Im Moment verbrauchen wir ungefähr 1,7 Erden im Jahr, in 2030, wenn es aller Voraussicht nach 2 Erden sein. Das heißt, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir auf diesem Planeten nicht unbedingt glücklich. Auch um euch ein Gefühl zu geben, ein Amerikaner verbraucht ungefähr 5,5 Erden im Jahr oder als Amerikaner verbraucht man 5,5 Erden im Jahr. Als Inder verbraucht man ungefähr 0,7 Erden im Jahr. Wir liegen in Europa so bei guten 3. Ups, falsche Richtung. So. Und was das halt bedeutet, ist am Ende des Tages, wir sehen, was passiert ist bis hierher. Die Bevölkerung hat sich verdoppelt. Wir produzieren jetzt schon 3-mal so viel Getreide wie vor 70 Jahren. Wir verbrauchen aber eben auch 4-mal so viel Energie. Und wir haben die ökonomische Aktivität verfünffacht. Wie können wir das also entsprechend managen? Oder wie nehmen wir eigentlich, ihr alle hier im Raum, ich selber teil mit meinen vielen Handys, mit dem iPad, was ihr auch alles habt, dieses Periodensystem, das ihr ja aus der Chemie ein bisschen anders kennt, zeigt euch, was alles an seltenen Materialien in jedem Handy ist. Und so toll es ist, das nächste iPhone zu haben, so schwierig ist es, dass es genau das Gleiche wieder braucht und wir wieder schauen müssen, wo wir es eigentlich herbekommen. Und es wird eng und es wird knapp. Alles, was wir haben, ist nicht wirklich auf ewig verfügbar. Es geht los mit der Jugend ganz oben. Ja, auch die Jugend läuft aus. In Nordamerika haben wir gerade den Scheitelpunkt erreicht. Es gibt mehr über 65-Jährige als unter 20-Jährige. Lithium und Nickel. Ja, ihr wisst, wie wichtig Lithium ist. Ja. Wie soll eigentlich Elektromobilität funktionieren, wenn wir kein Lithium haben, läuft aus in 2024, wenn wir nicht eine andere Lösung finden, als wir es im Moment benutzen. Wasser. Ja. US Landfills sind also im Prinzip die Müllberge, aber eben auch hier die Artenvielfalt. Egal, ob an Land oder im Meer. Ja, alles Alarmsignale, die einfach sagen, es sind Krisen, die auf uns zukommen. Und wir alle, ihr hier im Raum, ich selber leider auch viel zu sehr noch, 99 sind es von allem, was wir verbrauchen, was wir jeden Tag, was wir kaufen, was wir nutzen, was wir machen, sind in 6 Monaten weggeschmissen. Was für eine Verschwendung. Ja, wie viel mehr könnten wir doch nutzen und im Kreislauf wieder zuführen, um der Knappheit, die ich euch eben gezeigt habe, entgegenzuwirken. Also, schlimm, Doomsteam, alles geht unter. Nein, Hoffnung. Ihr seht hier verschiedene Zeitungsartikel. Seit 1919 wurde uns vorhergesagt, das Erdöl wird ausgehen. Und es gab immer wieder neue Methoden und es gab immer wieder Innovationen, die uns geholfen haben, in der Projektion des Erdöls weiterzuführen. Und es gibt jetzt noch Erdöl. Ich würde jetzt sagen, fast zu viel, weil der Verbrennung entsteht immer noch CO2, haben immer noch keine Antwort drauf. Aber die Technologie hat geholfen, andere Sources für Erdöl eben entsprechend aufzufinden. Und was passiert? Ja, was machen wir? Was tun wir, um diese Innovationen zu bekommen? Ich kann die Zahl kaum ausdrücken. Ja, vielleicht kann es einer von euch, wenn er die Nullen mal zählt. So viele Bytes kreieren wir alle jeden Tag zusammen auf der Welt. Es ist neues Wissen, es sind neue Ideen, die wir entsprechend
nutzen können. Und wir schaffen dabei was. Wenn ihr euch anschaut, seit 1995, ja, hat sich die Capacity dessen, was wir haben, um das 16.000-fache die Speicherkapazität erhöht, während gleichzeitig ja, die Produktionskosten oder der Preis von Gigabyte Speichervolumen sich um 99,999% reduziert haben. Ich weiß, wie gut die Mathematik am Hansenberg gelehrt wird. Ja, ihr könnt damit umgehen und ihr seht, was das für ein Technologievorteil ist. Jedes eurer Handys hat eine höhere Rechnerkapazität als das, was man hatte, als man den ersten Mondflug gemacht hat. Hier, das ist genau auch von dem Zeitpunkt gerechnet, wie viel Processing Power mehr haben wir, Englisch 1 Trillion, ja, haben wir mehr heute, als es damals auf der Erde insgesamt gab. Wie viel, was passiert im autonomen Fahren? Wir haben auch einen Tesla und ich kann nicht sagen, der Tesla erschreckt uns immer wieder, wie schlecht er im autonomen Fahren ist. Aber weltweit mit verschiedenen Systemen ist schon in 2021 auf der Welt autonom die Strecke von Autos zwischen der Erde und der Venus zurückgelegt worden. Das kann man weiterschreiben, das wird kommen. Es ist eine der komplexesten Rechenprozesse, es ist sehr, sehr schwer, aber die Entwicklung geht positiv weiter. Wenn man sich anschaut, was heute Genomic Sequencing kostet. Also wenn man sucht bei euch im Körper, was habt ihr für eine Krankheit, wie kann man die heilen und so weiter, kostet es $100. Und es waren 2,7 ja, Milliarden Dollar, dieselbe Leistung zu erstellen, vor gerade mal ja, im Grunde 20 Jahren. Wenn ihr euch den Slide anguckt, sind ganz viele Zahlen drauf, die euch erzählt werden, wie schnell entsprechend ja, alles passiert, während wir diesen Slide uns angucken. 190 Millionen E-Mails werden gesendet worden sein, wenn ich jetzt auf Weiter drücke. Ja, wir werden entsprechend WhatsApp 42 Millionen Messages gesendet haben und so weiter. Es hat mich total gewundert, ich habe viele von den Slides einem unserer Researcher geklaut, es hat es total gewundert, dass immer noch mehr E-Mails gesendet werden als WhatsApp Messages gesandt, aber es scheint zu stimmen. Was bedeutet das jetzt? Wie drückt sich das Ganze aus? Auf der anderen Seite entsprechend mit den Finanzmärkten, also diese Verbindung. Also ich habe euch gesagt, wir haben viele Krisen, wir haben Probleme, die wir irgendwie lösen müssen. Unsere Ressourcen werden knapp, wir wissen nicht genau, wie wir es machen sollen. Es kommen neue Krankheiten. Wir brauchen Technologien. Wie werden diese neuen Technologien eigentlich entwickelt und finanziert? Der Slide zeigt euch ein bisschen, was die europäische Venture Capital Aktivität entsprechend in den letzten Jahren ist, seit 2002. Und wer den Anstieg sieht, der sieht genau, da war viel Geld da. Ich komme auf das Thema später zurück. Ja, in der Zeit, es gab zwar auch mal immer wieder einen kleinen Einbruch hier, ja, da 2000, nee, das ist ab 12, nicht ab 2. Davor gab es schöne Einbrüche. Seitdem, wir haben ja seit der Finanzmarktkrise 07, 08, 09, haben wir relativ eigentlich nur noch eine Versorgung der Wirtschaft mit einer hohen Geldmenge durch die Zentralbanken gesehen. Und entsprechend gut ist auch die Versorgung von Venture Capital gewesen. Und hier hinten raus würden manche halt von der Blase sprechen und andere würden sagen, naja, ist doch genau das, was wir brauchen, viel Versorgung. Entsprechend ist die Zahl der sogenannten Unicorns gestiegen. Ja, diese ganzen Unternehmen, die an der Börse mit mehr als einer Milliarde bewertet werden, weil der Markt glaubt, dass die Wachstumsaussichten so groß sind, seht ihr, hier ist explodiert. Ja, davor immer so ein bisschen so langsam und hinten raus in den letzten Jahren die absolute Explosion. Geht es oder war das wirklich auch in den Kapitalmärkten? Also wo bekamen die Unternehmen auch in Deutschland das Geld her? Es gab lange, ich weiß nicht, wie viele sich von euch daran erinnern, die Diskussion, dass im Gegensatz zu den USA, wo es eine starke Venture Capital Kultur schon lange gibt, in Deutschland das überhaupt nicht der Fall ist. Das hatte sich sehr geändert. Also wenn ihr euch hier die Zahlen anguckt, wie das auch wieder explodiert ist, eben in 2020, 2021 und year to date, war klasse. Ja, plötzlich gab es auch in Deutschland Private Capital und damit gibt es auch in Deutschland eine Menge von Unicorns, was vorher eben genau nicht der Fall war. Ja, es hieß immer, Deutschland hat keine Tech-Szene. Heute, wenn ihr anfangen wollt in einem Tech-Unternehmen, müsst ihr nicht in die USA gehen, geht nach Berlin, geht nach München, geht nach Frankfurt. Es gibt wirklich eine Menge aufregende Beispiele, egal ob das eine Flixbus ist, ob das eine Otto Bock ist, die entsprechend diese künstlichen Gelenke in Anführungszeichen für Menschen baut. Es gibt so viele Möglichkeiten in Deutschland, auch sinnvoll an Technologie mitzuarbeiten. Und das war alles in den letzten Jahren sehr, sehr gut finanziert. Aber was ist jetzt passiert? Naja, die Zeit der rosigen Kapitalversorgung hat sich geändert.
Ja, es ist Inflation entstanden, weil eben die Zentralbanken vielleicht doch ein bisschen viel Geld in die Märkte gepumpt haben. Und entsprechend sehen wir auf einmal, ja, dass, was wir die ganze Zeit nicht hatten, die Inflation explodiert ist. Wir haben im Moment in Europa irgendwas zwischen 7 und 8% Inflation. Wir haben in den USA eine Inflation auf dem Niveau und das ist nicht nachhaltig. Das können wir nicht so lassen. Jetzt müssen die Zentralbanken eben entgegensteuern und müssen sich überlegen, ja, wie sie diese Situation wieder in den Griff bekommen. Das heißt, die Zentralbanken erhöhen die Zinsen. Und es ist so ähnlich, als würdet ihr beim Autofahren, viele von euch machen Führerschein, mit dem Fuß auf die Bremse gehen. Und das ganz massiv. Die Fed hat zum Beispiel gerade letzte Woche allen amerikanischen Banken zusätzlich zu dem, was sie am Markt macht, gesagt, naja, es wird ja jetzt alles schwieriger. Ja, wir provozieren so ein bisschen eine Rezession. Ihr müsst jetzt noch 1% mehr Kapital vorhalten, Eigenkapital, um eure Kreditbücher sicher zu buffern. Und ja, es ist sinnvoll, wenn Banken Kapital vorhalten, aber es bedeutet auch, Banken können weniger Kredit geben mit der gleichen Menge von Kapital. Der nächste, ja, tritt auf die Bremse. Und damit sind halt die Wachstumserwartungen, die bis vor kurzem gültig waren, ich brauche die euch nicht vorlesen, ich brauche euch nicht anzugucken, ich sage euch, die werden die nächsten 6, 12, 18 Monate sowieso dauernd schlechter. Es ist in jeder Krise leider so, dass die Forecasts der Volkswirte schneller nach unten gehen als das Wachstum. Also wir sind immer hinterher und versuchen das dann nach unten nachzuziehen und zu korrigieren. Also da ist jetzt einfach im Moment eher alles auf Bremse wieder eingestellt. Ist das nötig? Können wir es nicht einfach weitermachen, so wie es bisher war? Ich finde den Slide beeindruckend und auch wieder, ihr seid extrem gute Mathematiker. Die Korrelation zwischen der Geldmenge, die die großen Zentralbanken zur Verfügung gestellt haben in den letzten Jahren, und dem MSCI, das ist der Index der börsennotierten Unternehmen, aufkapitalisiert. Ja? Wenn ihr euch das anschaut, ist die Korrelation 0,97. It's too much. Ja? Also ihr könnt euch im Grunde sagen, da was am DAX passiert ist, was mit den ganzen anderen Börsenindizes passiert ist, es war nicht nur, weil alles so wunderbar gelaufen ist und so, nein. Es war auch, weil einfach viel Geld gedruckt wurde. Inflation entsteht nicht, ja, durch Putin, der macht vielen Mist, aber das ist nicht er im Wesentlichen, sondern im Wesentlichen ist es so, dass wenn zu viel Geldmenge im Vergleich zur Gütermenge da ist, entsteht Inflation. Deswegen muss diese Bremsung jetzt vorgenommen werden und das heißt halt im Grunde, die Zahl der Venture Capital Investitionen, die Größe, die Zahl der Unternehmen, die da rausgeschossen ist, war zu hoch. Wir sind in Richtung überschossen, was wir vielleicht besser nicht gemacht hätten. Die Financial Markets müssen das jetzt auf der anderen Seite wieder entsprechend korrigieren. Und wir sehen das durch die Bank. Ihr alle lest jeden Tag, dass wieder der Aktienkurs gefallen ist und der Aktienkurs ist gefallen. Genau dasselbe sehen wir aber durch den Anstieg auf der Zinsseite. Und es steigen eben nicht nur die Zinsen der Zentralbanken, die Geschäftsbanken ziehen das nach. Und zusätzlich werden die Investoren vorsichtiger und die sogenannten Credit Spreads, also das, was ein Unternehmen mit einem höheren Risiko bezahlen muss, wird auch breiter. Und es ist nun mal so, dass Unternehmen am Anfang ihres Lebenszykluses, wenn sie noch viele Innovationen machen, wenn sie jung sind, auch ein höheres Risiko haben. Wenn ihr euch wieder überlegt, was macht ein Pharmaunternehmen? Ein Pharmaunternehmen versucht, Medikamente zu entwickeln, hat deswegen ein großes Portfolio von verschiedenen Projekten. Warum ein großes Portfolio? Weil immer wieder welche wegfallen. Ich will an der Stelle vielleicht mal ein wirkliches Beispiel, weil es für jeden so eingängig ist, nehmen. Das ist BioNTech hier in der Nähe. Ja? BioNTech war schon ein tolles Unternehmen vor der Pandemie. BioNTech hat personifizierte, spezialisierte Krebstherapien erfunden und war deswegen schon der am höchsten bewertete europäische Börsengang in den USA eines Biotech-Unternehmens, damals 4,5 Milliarden wert. Aber durch diese Kapitalversorgung zusätzlich zur Pandemie war BioNTech zwischendrin über 100 Milliarden wert. Über 100 Milliarden. Unternehmen, ja, die haben einen guten Impfstoff gemacht, aber einen Impfstoff sind sie wieder runtergeplumpst, irgendwo in die 40er, 50er, ich habe es heute nicht nachgeguckt, aber deutlich weniger als Hälfte, was immer noch ganz, ganz toll ist. Aber diese Übertreibung, die möglich geworden ist durch diese extrem hohe Versorgung mit der Märkte mit Kapital, die zu dieser Volatilität führt, die auf dem unteren Slide eben auch gezeigt ist, die macht es schwierig, dann langfristig bestimmte Innovationen weiter zu finanzieren und dasselbe zu haben, was man vorher hat. Und das gilt eben für die Equity-Märkte, wie ich gesagt habe, genauso wie für die Debt-Märkte. Und wir sehen genau das Gleiche. Vollbremsung in den Debt-Märkten, es werden fast keine sogenannten High-Yield-Bonds, also Hochrisikoanleihen mehr begeben. Auch das ist viel, viel schwieriger, als es noch vor kurzem war. Aber auch nicht zu Unrecht am Ende des Tages, weil wir eben eine Korrektur machen müssen von einer Übertreibung, die wir jetzt ein paar Jahre lang in der Richtung zu sehr
betrieben haben. Bin ich deswegen negativ? Mache ich mir Sorgen darüber, was in der Zukunft passiert? Glaube ich, es wird keine Innovationen geben? Doch. Ich glaube, es wird Innovationen geben. Es wird mit BioNTech weitergehen. Es wird in anderen Bereichen, egal ob es eben autonomes Fahren ist im Automobilbereich, ob Software, es wird mehr so Sachen geben. Wir haben letzte Woche bekannt gegeben, dass wir Siemens beraten haben bei der Übernahme von Brightlay Software. Das ist eben ein Softwareunternehmen, was für deren Smart Infrastructure Business entsprechende Bausteine programmiert und herstellt. Ja, das Unternehmen alleine hätte keine Chance. Jetzt ist die Zeit, wo große, stabile Unternehmen eben solche Innovationen kaufen und damit unter ihre Fittiche nehmen und damit wieder weitermachen und entsprechend ja, die Innovationskultur nicht untergeht, sondern munter weiterleben kann im positivsten Sinne, was ich glaube, was wir alle brauchen. Man muss sich halt im Kopf behalten, so wie bei einem Pharmaunternehmen in diesem großen Portfolio von Projekten nur eins oder zwei was werden und ganz viele nichts. Und deswegen ist auch richtig ist, dass der diesen Volltreffer landet, eben dann auch extrem gut belohnt wird, wie BioNTech gut belohnt wurde für den Impfstoff. Ja, dass es eben auch ganz, ganz viele gibt, die leider nicht funktionieren bei den Unternehmen. Im Grunde haben 1,5% der Unternehmen weltweit in den letzten Jahren 100%, ja, über 30 Jahre gemessen, 100% des globalen Wertzuwachses an den Kapitalmärkten kreiert. 98,5% haben diesen Mehrwert nicht generiert. Ist das schlecht? Nein, das ist richtig. Weil das bedeutet, dass durch die Allokation von Kapital am Kapitalmarkt entsprechend die Wachstumsunternehmen gefördert werden. Dass das am Ende des Tages heißt, dass es solche Dinge gibt wie, dass die Marktkapitalisierung von Microsoft so groß ist wie die von ganz Kanada oder die von Nvidia so groß ist wie die von ganz Spanien. Also alle Unternehmen in Spanien haben genauso viel Market Cap wie Nvidia alleine. Oder dass entsprechend so ein schönes Beispiel Apple ja, in der Market Cap so groß ist wie die Marktkapitalisierung aller Unternehmen in Großbritannien. Ist das schlecht? Ist das falsch? Nein, das sind die Unternehmen, denen die Innovation so gut gelungen ist und die damit eben es geschafft haben, ja, weil sich so viele darauf konzentriert haben und dann diese Unternehmen das Geld bekommen haben, einen wirklich guten Erfolg zu erzielen. Also, was ist mein Fazit? Sucht euch die richtige Sache aus. Am besten was mit Innovation zu tun hat. Wir brauchen Technologie oder es wird ziemlich eng, ziemlich kalt und ziemlich dunkel auf dem Planeten. Ich danke euch vielmals.